So, dann einmal Jasmin, wollt ihr noch was sagen? Bitte, Jasmin. Ja, hallo ihr lieben Braunschweiger. Ich muss euch heute unbedingt besuchen kommen, weil es ja ein Jahr rum. Ich war ja eine Weile hier bei euch. Ganz, ganz lieben Dank für den herzlichen Empfang. Ich habe euch etwas mitgebracht. Der Marc hat das vorhin schon kurz angesprochen. Ich habe das zwischendurch auf den Mahnwachen ja auch gesagt. Wir sind längst im dritten Krieg. Ihr werdet euch erinnern. Der Krieg wird heute nicht mit Panzern geführt und mit Waffen, das auch, ja. Aber auf perfide Art und Weise mit uns Menschen. Wir werden krank gehalten, wir werden krank gemacht. Über das Essen, über das, was in der Luft über uns ausgestreut wird und viele, viele andere Dinge. Wir fragen uns, wo ist der Krieg noch? Und Marc hat gesagt, wir haben einen Wirtschaftskrieg. Den sehen wir nicht. Wir haben Menschen in diesem Land, die werden aus ihren Häusern getrieben, weil sie ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können. Und sie fragen sich, woran liegt denn das? Liegt das nur daran, dass ich meine Arbeit verliere? Oder hat die Bank gerade mal ein bisschen an den Zinsen gedreht, im Hintergrund neue Richtlinien eingeführt und ich kann die nicht bezahlen. Und jetzt meine Ankündigung für euch und ich freue mich ganz, ganz riesig, euch das mitteilen zu können. Nächste Woche Freitag um 19 Uhr hier in Braunschweig. Der genaue Ort, den weiß ich noch nicht, da sind wir noch ein bisschen im Hintergrund am Arbeiten. Der ein oder andere hat den Namen schon gehört, wird HW Friedmann aus Österreich hier für euch sprechen. Zumindest in einer Live-Schaltung via Skype. Er wird auf diese Themen eingehen, die ich gerade angesprochen habe. Und am Ende seines Vortrages habt ihr die Möglichkeit, ihm Fragen und Antworten, also ihn zu fragen und er wird euch Antworten geben über seine Arbeit, über das, was er herausgefunden hat, das, was euch interessiert. Und das ist das, was ich euch mitgebracht habe. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Freitag recht zahlreich hier seid, weil er wird euch auch erklären, den Unterschied zwischen einer juristischen und einer natürlichen Person und warum es diese Dinge so gibt. Er wird auf eure Geburtsurkunden eingehen und warum diese Geburtsurkunden beim IWF, dem Internationalen Währungsfonds, als Aktie hinterlegt ist. Und ich weiß, was ich hier sage. Er wird euch darüber informieren, was es bedeutet, wenn es heißt Bankbürgschaft bzw. Staatsbürgschaft. Das sind eure Steuern, die ihr bezahlt. Und ich weiß, was ich hier sage. Und ich weiß, warum ich es sage. Und es ist an der Zeit, dass die Menschen verstehen, wie sie mit Geld, das aus der Luft geschaffen wird, über den Tisch gezogen werden, auf eine Art und Weise, eine Geschwindigkeit, dass sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden und dafür auch noch Danke sagen. Ich wünsche uns allen einen wundervollen Abend, noch eine tolle, ich sage mal, Geburtstagsfeier, die wir hier haben und ich freue mich auf den nächsten, also nächste Woche Freitag, das ist der 15.05. um 19 Uhr und ich gebe den Ort, der hier in Braunschweig sein wird, noch rechtzeitig bekannt. Danke, hab euch lieb.